So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Feuer Green Edition. Ich stehe hier noch immer allein im Regen und bin ganz feucht. Also Maike ist feucht, aber nicht das feucht, dass ihr jetzt euch gerade denkt, so sie ist feucht, sondern sie ist halt feucht vom Regen, ihr notgeilen Säcke. Ja, das ist sie, weil es hier halt regnet, wie ihr seht. Gut, die Mutanten haben wir jetzt oft genug gesehen, vielleicht hat sie auch noch seltene, Moment, ich muss mein Auge kratzen, seltene Mutanten, aber ich weiß es nicht, keine Lust zu suchen. So, was hast du zu sagen? Ich war einmal der Einzige, der Pokéball herstellen konnte, aber dann kamen so reichen, reiche Säcke meint er wahrscheinlich, das N ist zu viel. Kann passieren, und haben eine Pokéball-Fabrik gleich südlich von hier gebaut. Kaum zu glauben, dass sie mir den Schlüssel der Fabrik gegeben haben, als sie vor Team Shocket geflohen sind. Du kannst ihn gerne haben, wenn du mir die Pokéball-Baupläne aus der Fabrik holst. Wozu brauchst du denn die Pläne? Sagtest du nicht, du wüsstest, wie man Bälle herstellt? Ja, aber das sind nur Pokébälle. Superbälle sind zu hoch für mich. Stimmt, die kann man nicht aus Aprikoko herstellen. Aprikoko? Wieso sollte ich aus Obst Bälle herstellen? Die Pokémon essen die Bälle doch eher auf, als dass sie sich damit fangen lassen. Maike erhält Fabrikschlüssel. Gut, also nicht alles finde ich hier in diesem Spiel witzig. Gibt halt viele witzige Sachen. Okay. Boxensystem auch. Joa. Moment. Wenn ich es jetzt ablege. So, nämlich hier. Ablegen und wieder draufnehmen, ist dann geheilt. Sollte eigentlich so sein, oder? So. Und? Moment, schauen wir uns einfach mal die Boxen durch. Jo, jo, jo. Ah, es hat bis jetzt nur 3 Boxen. Gut. Das reicht wahrscheinlich auch. Ja. Close Box. Englisch, egal. So, ist geheilt. Nee, ist nicht geheilt. Schade eigentlich. Normalerweise werden die geheilt. Und hast du die Pläne? Oder muss ich dir irgendwie helfen? Heilen. Soll ich dir hier heilen oder willst du Tränke kaufen? Heilen. Was, ich kann auch bei ihm Tränke kaufen? Wollen wir ein paar Tränke kaufen? Tränke. Jetzt können wir sehen. Ah, so geht das. Gut, ja, ihr habt es mir oft genug gesagt. Hypertrank, Supertrank. Brauchen wir irgendwas? Nee, komm, erstmal brauchen wir gar nichts. Wir haben, glaube ich, mehr als genug. Gehen wir hier raus und erkunden weiter die Gegend. Achtung, mutierte Pokémon. Was noch immer? Hätte ich niemals für möglich gehalten. So. Dann schwingen wir uns mal auf die hohe See. Obwohl die gar nicht so hoch ist. Aber man sagt es ja halt so. Hier ist bestimmt irgendwas. Ach, das Spiel ist doch echt für ins Knie küssen. So, hier noch ein mutiertes Pokémon, oh, was war denn eine Überraschung, haben wir ja noch nie gesehen. Gut, hier können wir nicht durch, weil wir keinen Zerschneider haben. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so viel falsch gemacht in diesem Spiel. Zuerst halt das mit dem Zerschneider, dass ich ihn nicht eingesetzt habe, als ich ihn noch komplett hatte. Und dann halt das mit Pokémon Blau. Wisst ihr was, wir stellen unser Schneepika an die erste Stelle, so. Und trainieren ein bisschen damit. Wenn wir schon hier unterwegs sind. Wir haben irgendwie Route 5 übersprungen oder. Kein. Ein Mutant XI oder X1, keine Ahnung. Donnerschock. Reicht das? Nein, Mist. Komm. Ah, daneben geht's. Sehr schön. Damit reicht ein weiterer Donnerschock und das, der Mutant ist besiegt. Hier haben wir ein paar Wassermutanten, sind sicher auch ganz interessant. Oder sind sie interessant? Nö, sind irgendwie alle gleich. So, obwohl ich bis jetzt nur 2 gesehen habe. Aber die 2 waren halt bis jetzt gleich. Jo, 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 Umklammerung macht nicht so viel aus. Noch ein Donnerschock und du bist besiegt, Tentacha. Wenn es auch nervt, dass ich hier ein bisschen trainiere, dann tut es mir leid. Aber ich habe das Gefühl, die Trainer hier sind gar nicht auf so einem schlechten Level. Von dem her ist es immer ein bisschen gut, wenn man Training hat. Und ich habe halt gerne Training, also von dem her. Komm, sehr schön. Pikachu, du Schneepika, ich sag immer Pikachu. Ne, ich sag nicht immer Pikachu. Ich habe einmal Pikachu gesagt, aber ich meine natürlich Schneepika, Schneepika. Achtung, mutierte Pokémon in der Industriezone, wer hätte es gedacht? Ich nicht. Ich auf keinen Fall. Ihr vielleicht, ich nicht. Gut, Achtung, mutierte Pokémon, was noch immer.
Gut. So. Irgendwie hyperaktiv kann sein, bin ich aber nicht, bin ich überhaupt nicht, noch immer mutierte Pokémon und ein Sonderbonbon. Wie viele Sonderbonbons haben wir? Ich verkaufe die gleich mal und hole mir einen richtig geilen neuen Schlitten, und damit meine ich nicht ein Auto, sondern einen Schneeschlitten. Ha. Denn damit kann ich im Schnee herumdüsen und bin der coolste südlich des Äquators oder nördlich am Nordpol. Oder am Südpol. Wie auch immer man es nimmt. Am geografischen Südpol, das meinte damit. So, hat es hier irgendwas? Nee, komm, egal. Machen wir hier irgendwie einen Kreis. Achtung, noch immer mutierte Pokémon. Hätte ich noch immer nicht gedacht. So, Bier hier. Und ich möchte ein Bier, obwohl Bier mag ich gar nicht so. Ich sag immer kein Bier. Ja, Bier schmeckt kacke, ist bitter, ich mag's nicht. So, Achtung, Pokémon. Ey, langsam. Also, die Fabrik sieht ziemlich cool aus, also die Effekte. Gar nicht mal so schlecht. Ist ja immerhin ein RPG-Maker-Spiel, an dem, glaube ich, nur eine Person gesessen ist. Also, finde ich das richtig gut. Die Grafiken bis jetzt. So, Pokéball Fabrik, unten drunter steht, nicht von Team Shocket übernommen. Gut, aber unternommen. Vielleicht haben sie sich damit übernommen. Mit der Fabrik. Gut. Ah, hier sind Teleporter, gut zu wissen. So, was ist hier sonst so? Ein Bild. Schade, dass. Am Anfang gab es so kleine Details, die witzig waren. Jetzt irgendwie vermisse ich die, so zum Beispiel bei den Bildern, dass irgendwie ein Witz kommt oder so. Aber vielleicht kommt das noch im späteren Spielverlauf. Gut, gehen wir mal hier entlang. Gut, schauen wir einfach mal, was das überhaupt für Teleport-Dingser sind. Gut, okay. Hier geht's nirgends hin. Nicht, dass wir uns hier verirren. Ihr wisst ja, was ich für einen Orientierungssinn habe. Nämlich den allerbesten, und dann kann man sich ganz leicht verirren. Bin ich jetzt hier wieder? Ja, ich bin, glaube ich, auf der, ja, ich bin auf der unteren Ebene. Also, ich nenne das jetzt einfach mal untere Ebene, keine Ahnung, ob sie das ist. Ich meine einfach auf der ersten Ebene. Jetzt bin ich wieder. Wo bin ich jetzt? Ich habe mich verirrt. Hä? Gut. Also sieht hier richtig aus, glaube ich. Oder ne. Nee. Okay, nee, hier auch nicht rein. Sondern hier. Wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Hallo? Okay. Ne, hier geht's wieder dort zurück. Ja. Yep. Und ne. Hier ist richtig. Okay, hier ist auf jeden Fall mal richtig. Dann hier geht's, glaube ich, zurück. Jupp, hier geht's zurück. Gut, dann gehen wir wieder hier hin. Ach ne, das war auch ein Fail. Gehen wir mal hier entlang. Fail. Ich bin cool, indem ich Fail sage. Hört mich an. Ich bin so cool. Ha ha ha. Nö, Boah, bin ich verwirrt. Okay, gehen wir einfach mal hier in den ersten rein. Der ist wahrscheinlich der einzige richtige. Hier lang. Okay, hier hat's auch was. Hier auch. Ach, egal. Kämpfe ich zuerst gegen den da. Nur weil ich dich daran hindere, hier lang zu gehen, ist es noch lange nicht der richtige Weg. Du sollst mir glauben und wieder umdrehen. Hinter dem nächsten Teleporter gibt es nichts. Das können wir selbst rausfinden. Lieber Handlanger mit deinem Tauboga. So, die haben ein relativ hohes Level. Kann gut sein, muss es aber nicht. So, Donnerschock. Nein. Mist. So, Tauboga wurde besiegt. Ich überlege, ob ich Schneepika auswechseln soll. Golbat kommt als nächstes. Ja, ich wechsle es aus. Zwerglicht. Ja, Golbat hat Biss. Ah, Mist. Ich kann mein Zwerglicht nicht trainieren. Gut, dann trainieren wir ein bisschen mit Shellock. So, ein Surfer reicht natürlich nicht aus. Aber zwei reichen. Obwohl, zwei hätten nicht gereicht, wenn es kein Volltreffer gewesen wäre.
Aber war es zum Glück und deswegen reichen zwei aus. So. Nein, du bist nicht auf dem richtigen Weg. Wenn du gegen uns kämpfen musst, hau ab. Okay. Ach. Ach, ach, ach. Ich, okay. Man hatte recht, das ist nicht der richtige Weg. Okay, gut. Gehen wir hier entlang. Nein, ich habe mein... egal. Die Umweltverschmutzung durch die Meisterballproduktion ist zwar nicht gewollt, aber mir gefällt's. Ich konnte unglaublich interessante Pokémon fangen. Du wirst richtig eifersüchtig sein. Oh mein Gott. Mutant. Okay. Kann es sein, dass wir hier Meisterbälle bekommen? Meisterbälle am laufenden Band. Wortwörtlich, weil hier werden sie ja produziert und deswegen sind sie auf dem laufenden Band. Wie witzig. Mutant E2. Ich glaube, das. Ne, Mutant E2 war dieses Zubat-Ding. Ja, war es. Erstmal wieder aufbauen. Das reicht nicht. Gut, checken wir. Ne, zwerglich kann es nur verwirren. Oh mein Gott, okay, egal. Ich schicke trotzdem Zwerglich rein. Es verwirrt es einfach mal. So, komm. Verwirre es, sehr schön. Und ich verwirre es einfach weiterhin. Und ich verwirre es einfach weiterhin. Und ich warte darauf, dass ich besiegt bin. Sehr schön, jetzt kann ich Schildock reinschicken. Und kann darauf hoffen, dass sein... Er ist nicht mal verwirrt. Ganz toll. Okay, er ist natürlich schneller. Also Trank haben wir nicht mehr. Also super Trank auf Schildock. Los, Ruckzuckieb. Yep, sehr schön. So, noch ein Surfer. Und das Schildock ist... das Schildock hat gewonnen. Das Schildock hat gewonnen. Das, der Mutant E2 hat verloren. So. Dein Pokémon mögen zwar stärker sein, aber meinen sehen dafür viel cooler aus. Naja, so cool sind die jetzt auch nicht aus. Hier geht's, wie es aussieht, nach oben. Das heißt, ich gehe ganz kurz mal Pokémon heilen. Bis gleich, Leute. Also, bisschen. Ach, ich dachte schon, jetzt kommt ein Team Rocket. Team Shockit Rüpel. Wie konnten die Mitarbeiter hier bloß arbeiten? Man findet ja nicht einmal den Weg zu einem Arbeitsplatz. Ich komme mir vor wie bei der Self Co. Gut. Was war das? Oh ne, 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 ne. Guten Tag, ich bin Siegfried, der Drachentrainer. Bist du auch hier, um Team Shockit zu zerschlagen? Ich finde es schrecklich, wenn Menschen versuchen, Pokémon künstlich zu verstärken. Team Shockit verpestete die Umwelt bestimmt nur, um starke Mutanten-Pokémon fangen zu können. Das ist fast so schlimm wie der Zwischenfall beim See des Zorns. Ich habe zwar keine Ahnung, wovon du redest, aber ein wenig Hilfe kann nie schaden. Na dann los. Okay, wir gehen wie gesagt erstmal Pokémon heilen, beziehungsweise dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also bis dahin Leute, man sieht sich, schönen Tag noch und tschüss.